Kapitel 54. Die letzten roten Wolken. Sie hatten es geschafft. Die zweite Saison außerhalb der Unterliga und schon stand Aurora dort, wo sie immer sein wollte. Im Kampfring von Crowning, umgeben von Freunden und bejubelt von Massen. Die Sieger des Turnieres standen fest. Dieser Tag war ein voller Erfolg gewesen. Und morgen würden sie den letzten Teil der Plot Armor gewinnen. Wieder verlor sich Aurora in diesem Moment, jedoch im Positiven. Sie konnte nicht mehr als einfach dastehen und es auf sich wirken lassen. Ein Traum, dem sie seit vielen Jahren gefolgt war. Und letztlich hatte der Plot sie hergebracht. Ein einziges Duell noch. Als das Team sich daran machte, die Arena zu verlassen, hatten sie hierbei große Probleme. Der Eingangsbereich war vollgestopft bis zum Rand. Hunderte wollten die Newcomer noch einmal sehen. Ohne eine laute Ansage hätte es vermutlich Stunden dauern können. Genug Leute, lasst dem Team Luft. Sie werden heute nicht zum letzten Mal hier sein. Auf Elementaras Ausruf hin verschwanden einige Pokémon, andere ließen zumindest Platz. Genug Platz, damit Elementara mit größerem Gefolge zu Auroras Team treten sollte. Jene verlor jedoch sofort jedes Interesse an einem Gespräch, als sie in den Reihen Team Nordicas einen finsteren Schatten entdeckte. Was macht Darkrai hier, Elementara? Warum lässt du ein Mitglied der Plot-Elite in dieser Arena? Deinetwegen, Aurora. Du hast mich zum Nachdenken gebracht. Was du es nicht, die mir erzählt hat, dass auch die Plot-Elite niemandem Böses will? Dass sie Gutes wollen auf ihren eigenen Wegen? Das waren deine Worte und jetzt sage mir, so wenig wie ich mit den Taten Epsilons übereinstimme, warum sollte ich dann meinen ältesten Freund aus meinem Team ausschließen, weil er andere Ansichten hat? Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder hatte Aurora wieder einen Tagtraum oder Elementara machte Witze. Alles andere schien für das Volona komplett ausgeschlossen. Weil er aktiv an Angriffen auf andere Pokémon beteiligt war, viele hintergangen hat, eventuell auch versucht hat, uns umzubringen? Brauchst du mehr Argumente? Elementaras Blicke zeigten ihr Bewusstsein über die Wahrheit dieser Worte und gleichzeitig eine Weigerung, diese zu akzeptieren. Und Machado, war das etwa anders? Er hat sich Epsilon vor Monaten abgeschworen. Deinen Worten nach gehört Darkrai bis heute zur Plot-Elite. Auch der Angesprochene selber mischte sich nun zum ersten Mal ein. Dies will ich niemals abstreiten, Aurora. Aber ich handle im Namen einer Friedensbotin, also meistens. Zudem gibt es nicht irgendwo eine Abgrenzung von Privatleben und zu Beruf. Und privat bin ich immer noch ein simpler Sportler. Und glaube mir, ich würde niemals in einem offiziellen Duell die Regeln verletzen, wenn ich in meinem eigenen Team kämpfe. Das sagst du aber nur so lange, bis du wieder die Gelegenheit bekommst, mich oder Aurora zu erledigen. Genug davon! Ein Streit war sinnlos, das erkannte auch Elementara. Vor allem ein Fakt begründete dies. Was helfen euch am Ende eure Vorwürfe? Genauso könnte ich Vorwürfe über Machado, Kelsera, Aura oder Monagoras machen. Zudem, ich leite die Liga inzwischen. In solchen Fragen habe ich das letzte Wort. Kurz blickte sie durch die Reihen ihrer Freunde. Anschließend wandte sie sich wieder an Aurora. Zudem in Zeiten wie diesen, in denen man nie weiß, wem man vertrauen kann, halte ich mich lieber an meine Erfahrungen. Aber das ist nicht, weshalb ich hier bin, Aurora. Ihr habt heute Großes geleistet, das muss ich euch wirklich lassen. Aber lasst es euch nicht zu Kopf steigen. Ihr wollt uns das Emblem entreißen? Hinter der Glastür, vor welcher Team Nordica positioniert war, wehte ein heftiger Wind und ließ die Bäume in der Ferne schief werden. Elementara selber trat einen Schritt nach vorne. Ihr Team nutzte den freien Platz sofort. Kell Aurora, ihr mögt außerhalb dieser Arena Freunde sein. Aber dieser Ort bleibt unser Revier. Vielleicht denkt ihr nach dem heutigen Tag, dass ihr bereit für alles seid. Um die Worte seiner Teamleiterin zu untermalen,
kreierte Darkrai finstere Kraft in seiner Hand direkt hinter ihrem Rücken, während seine Augen begannen blau zu glühen. Ihr werdet die Ersten, die wahrlich bereit sind. Ihr erwartet es, mit Haien im Ring zu tun zu bekommen. Und ihr habt Unrecht. Wir sind die Sturmflut, die über euch hereinbricht. Das Meersalz in euren Wunden. Erhofft euch morgen kein Erfolg, sonst werden auch eure Träume ausgewaschen. Also Leute, gehen wir. Team Nordica verschwand, hinterließ aber eine deutliche Botschaft für Aurora und ihre Begleiter. So erlebt man Elementare selten. Aber es ist wohl ein gutes Zeichen. Mashadow dachte ähnlich wie Aurora. Gut, was daran gut, dass Elementare austickt und sich ein Mitglied der Plot-Elite ins Boot holt. Das mit Darkrai meine ich nicht, aber sie will uns verunsichern. Das macht sie selten. Nur wenn sie das Gefühl hat, dass es nötig sei. Entschlossen blickte Aurora den verschwindenden Rivalen hinterher. Dann zeigen wir, dass mehr nötig ist als das, um uns zu stoppen. Am nächsten Tag sollte dieses Versprechen Wahrheit werden. Ein großes Duell stand bevor, das wussten sie alle. Doch vorher würde noch ein Abend der Ruhe vorübergehen. Die Sonne schwand bereits hinter dem Horizont. Der Sturm war zu Ende und ein weiteres Mal fand sich Kell an der Klippe wieder. Rote Wolken zogen über den Himmel, während das Meer friedlich dalag. Er hatte sich entschieden, an diesem Ort etwas Ruhe zu finden. Für Schlaf oder ähnliche Erholung fehlte es dem Arkanian Ruhe. Zu viele Gedanken kreisten durch seinen Kopf, allen voran der eine Gedanke. Waren dies die letzten roten Wolken? Erneut fand Kell sich in seinem Schweigen gestört, doch schlimm fand er es trotzdem nicht, ein wenig Gesellschaft zu haben. Aurora war die gehende Leere aufgefallen, die sie einst gut von ihrem Haus kannte, welche sie doch inzwischen gar nicht mehr gewohnt war, nach all den Abenden, die sie nun dort schon mit ihrem Mitbewohner verbracht hatte. Vor allem der Gedanke an ihre letzte Begegnung an dieser Klippe hatte sie sehr aufgebracht, deswegen hatte sie sich aufgemacht, in der Sorge Schlimmeres vorzufinden. Hierher bist du also verschwunden. Sag doch Bescheid, sonst mache ich mir so viele Gedanken. Ja, tut mir leid. Ich habe nur eine Auszeit gebraucht. Gerade bei dem, was uns bevorsteht. Ohne nachzufragen, setzte das Vulnona sich einfach dazu, da auch sie wusste, Kell würde kein Problem damit haben. Mach dir nicht zu viele Gedanken um den morgigen Tag. Wenn wir am Ende verlieren sollten, dann eben nächste Saison. Epsilon treibt schon seit 20 Jahren ihr Unwesen. Ein paar Monate halten wir da auch noch durch. Das ist nicht das Problem. Gedankenverloren blickte Kell in den Himmel. Um eine Niederlage sorge ich mich nicht. Um das Duell an sich auch nicht. Worum ich mich sorge, ist ein Sieg. Er erhielt nur einen fragenden Blick und wusste, dass er genauer erklären müsste, damit Aurora ihn verstand. Die Sache ist die. Es, wie du es sagst. Wenn wir verlieren, dann wiederholen wir das heute im nächsten Monat. Aber wenn wir gewinnen, dann haben wir die volle Plot-Armor. Das heißt, du wirst die Rüstung brauchen. Und die Stimme wird wiederkehren. Lauter und lauter. Wenn ich mich doch nicht mehr kontrollieren kann, was dann? Was, wenn diese Vision doch noch irgendwie eintritt? Wenn ich zu einem Monster werde, weil wir gewinnen? Es war nicht das erste Mal, dass das Arcani von einem Hieb auf den Hinterkopf unterbrochen wurde. Was anderes fällt dir auch nicht ein, oder? Das tut weh. In Auroras Stimme lag eine Mischung aus Verständnis und Amüsement. Anders bekommt man dich einfach nicht stumm, aber... Kell, du musst dich nicht um so etwas sorgen, weißt du? Ich habe ja selber schon darüber nachgedacht, was geschieht, sobald wir die Rüstung haben, aber... Gerade nach den letzten Monaten... Außer einer kurzen Theorie von Mashadow hat niemand behauptet, dass ich die Plot-Armor tragen müsste, oder? Sie ist vonnöten, um Epsilon zu bezwingen und es ist ein Kampf zwischen zwei Plot-Kriegerinnen, aber... Solange ich auf dich zählen kann, wenn es letztlich dann um alles geht, dann brauche ich diese Rüstung nicht. Sie gehört zu dir, nicht zu mir. War das wirklich, wie es funktionierte? Hatte Kell sich all diese Gedanken umsonst gemacht? Er konnte beinahe nicht fassen, dass die Lösung so simpel auf der Hand lag. Nach unserem Treffen am Vulkan war ich einfach unsicher, weil... Ich hab dir einfach noch nicht vertraut. Aber jetzt...
Wenn du mir versprichst, dass du in der Schlacht an meiner Seite stehst, dann brauche ich die Rüstung nicht. Und vielleicht verschwindet die Stimme dann endlich ein für alle Mal und du kannst wirklich frei sein. Das ist keine Frage. Wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, dann werde ich bis zum letzten Atemzug mit dir kämpfen. Ich weiß, Kel. Ich weiß. Für einen Moment kehrte erneut Stille ein. Beide Pokémon saßen still da und blickten in den Himmel, bis Kel weitersprach. Und trotzdem, hast du schon mal überlegt, was morgen geschehen könnte? Was, wenn wir nach der Vervollständigung der Rüstung Epsilon gar nicht suchen müssten, sondern sie uns sucht? Es kann passieren, dass morgen unsere letzte Schlacht ansteht. Und selbst wenn wir gewinnen, wer sagt, dass alle von uns diese Schlacht lebend überstehen? Vielleicht. Ich habe mir in dieser Welt schon oft solche Sonnenuntergänge angesehen. Und wenn es nur aus dem Fenster deines Hauses war. Auch in meiner alten Welt konnten die roten Wolken am Himmel mich immer beruhigen. Und oft dachte ich, vielleicht sind es die letzten roten Wolken. Vielleicht ist das letzte Mal, dass ich diesen Anblick genieße. Vielleicht ist morgen schon alles zu Ende. Oft dachte ich so etwas. Heute ist es ähnlich, nur mit einem Unterschied. Unruhig rutschte der Löwe herum. Es ist so seltsam. Wieder frage ich mich, ob diese roten Wolken vielleicht die letzten sind, aber dieses Mal macht der Gedanke mir Angst. Immer dachte ich, dass vielleicht endlich meine Qual endet und auch heute tue ich das wieder, versteh mich nicht falsch. Aber gleichzeitig, zum ersten Mal will ich sehen, was die Zukunft bringt. Damit wir uns richtig verstehen, es müsste vieles geschehen, damit ich wirklich glücklich wäre. Aber zumindest blicke ich heute einmal an diesen Ort und frage mich, wie wird es hier einmal sein? Dieser Ort hat in meinen Augen wahrlich eine Zukunft verdient. Ich verstehe, was du meinst, Kel. Hier draußen gibt es Pokémon, die dich besser verstehen, als du glaubst, weißt du? Ich war selber in einem so dunklen Ort, aber ich habe versucht weiterzumachen, meinen Träumen zu folgen und dabei den Plot gefunden. Ich weiß, du hältst nicht viel vom Plot und das musst du auch nicht, nur du bist nicht alleine, ja? Das will ich damit sagen. Du kannst immer mit mir reden und bestimmt auch mit den anderen aus dem Team. Es folgte keine Antwort mehr. Aber nötig war es auch nicht. Aurora wusste genau, dass Kel vernommen hatte, was sie gesagt hatte. Und mehr brauchte sie auch nicht. Außer der Hoffnung, dass er sich die Worte wahrlich zu Herzen nehmen würde. Nun, in dieser Stille, blickte auch Aurora einmal hinauf. Kel hatte recht. Die roten Wolken boten wahrlich einen einzigartigen Anblick. Langsam zogen sie über den Himmel, vollkommen unbeeinflusst von dem ständigen Wechsel der Welt zu ihren Füßen. Egal, was am nächsten Tag wahrlich geschehen möge, sobald die Sonne wieder unterging, würden die roten Wolken wieder über den Himmel ziehen. Egal, was geschah, vielleicht wären dies ja auch Auroras letzte rote Wolken. Und trotz dieses düsteren Gedankens blieb der Mut überwiegend. Was hatte sie sich alles vom Leben abträumt? Sie wollte berühmt werden, die Liga erklimmen, eine Heldin werden. Sie wollte Epsilon fallen sehen. Und all dies würde sich nun erfüllen. Und doch, nun, wo es alles wirklich geschah, wo es alles kein ferner Traum mehr war, der wirkte, als könnte man ihn nie erreichen, wusste Aurora nicht, ob dies wirklich war, was sie zum Glück brauchte. Nein, das stimmte nicht. Sie wusste, dass es das nicht war. Und doch war es alles so schwierig. Selbst nun, wo sie glaubte zu wissen, worum es im Leben wirklich ging, was sie wirklich wollte, wirkte es so weit entfernt, obwohl sie selber wusste, dass es so nah wie nur drei Worte waren. Großes stand bevor. Und Aurora, sie würde nicht nur eine Rolle spielen. Sie würde die Hauptakteurin sein. Im Ende des größten Krieges. Doch zuvor stand ein Kampf bevor. Gegen die Sturmflut der Liga. Die Champions des Team Nordica.